Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung der Einheitsmine Typ C von AFV Club im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um den Bausatz einer deutschen Seemine. Das ist der Typ C, eine sogenannte Ankertau-Mine, die Mitte der 20er Jahre eingeführt wurde bei der Marine und dann im ganzen Zweiten Weltkrieg hindurch verwendet wurde. Auch heute noch ist die Nordsee und die Ostsee stellenweise nicht ganz sicher aufgrund dieser Minen. Da werden nach wie vor jedes Jahr ein paar von denen gefunden und entschärft. Diese Seeminen sind recht groß und schwer gewesen. So, ich sag mal, eine gute Tonne Gesamtgewicht und ungefähr 250 Kilo Sprengladung. Also schon ganz ordentlich. Der Bausatz von AFV Club enthält 4 solche Seeminen, was dann doch recht ordentlich ist. Und man kann die eigentlich doch weiter einsetzen, als man eigentlich meinen könnte. Bevor wir uns den Bauplan und den Bausatz noch näher anschauen, möchte ich noch ein paar Begriffe an dieser Seemine klären, damit ihr wisst, wovon ich rede. Also diese Kugel hier oben, das ist die Seemine, das ist eigentlich klar. Hier unten, das ist der sogenannte Minenstuhl, mit dem zusammen wird die Mine transportiert und auch ins Wasser geworfen. Der Minenstuhl sitzt dann am Boden. Und die Mine steigt dann auf, die ist auch angehängt. Das sieht man hier an der Seite, da ist ein Kabel. Und damit ist die Mine verbunden. Und man kann da, schätze ich mal, auch dann die Tiefe einstellen, ja, damit diese Mine eben immer so knapp unter der Wasseroberfläche sitzt. Ich glaube, das erklärt auch recht gut den Begriff Ankertau-Mine, weil hier einfach ein Tau dazwischen ist und dieser Minenstuhl wie der Anker unten am Meeresgrund sitzt. Auf der Rückseite der Schachtel findet man die Bauanleitung. Die ist ja jetzt nicht wirklich super übersichtlich. Muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Der Zusammenbau des Minenstuhls ist ja doch recht aufwendig. Die Mine selber ist eigentlich schnell gebaut. Hier kommen auch ein paar Foto-Ersatzteile zum Einsatz und auch ein Kabel, was dann aufgerollt wird auf dieser Winde. Man hat dann hier noch die Option, die Mine ja praktisch für den Transport gesichert darzustellen, hier mit so einer Klammer. Oder wenn man das dann eben weglässt, dann ja, ist die Mine sozusagen im Einsatz, wie man es da eben hier an der Seite sehen kann. Je nachdem, wie man das eben positionieren will. Ich denke aber, abgesehen von dem ja, Meeresdiorama, ja, wird man es wahrscheinlich immer so bauen, dass sie eben gesichert ist. Hier unten hat es auch noch eine Farbtabelle, bezieht sich auf Hobby Color, Mr. Color, Mr. Color Spray, Humbrel, Revell und Life Color. Ist auch eine große Auswahl dafür, dass eigentlich alles nur mit einer Farbe, nämlich German Grey, lackiert werden soll. Die Schachtel ist in der Tat prall gefüllt, da ist einiges drin hier. Ein Beutel mit Foto-Ersatzteilen, dem Kabel und Abziehbildern sogar. Und dann haben wir 4 Beutelchen mit ja, den Gießästen, die sind aber alle identisch, weil wir haben in diesem Bausatz 4 identische Seeminen drin. Ja, wie für AFV Club typisch, haben wir immer relativ dicke Angusspunkte an den Teilen. Finde ich jetzt immer nicht so schön, aber man kommt damit klar. Ja, ansonsten der Guss ist eigentlich ganz gut. An manchen Kleinteilen sieht man ein bisschen Fischhaut, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Ja, hier diese dicken Angüsse an den Griffen hier, das ist sicherlich kein Spaß, da muss man vorsichtig sein und es schön versäubern. Hier die Nietköpfe, sehr schön wiedergegeben. Ja, eigentlich ein doch recht umfangreicher Bausatz. Obwohl es eigentlich nur 4 Seeminen sind, da ist schon einiges zusammenzubauen. Auch die Foto-Ersatzteilplatine ist 4-mal vorhanden, logischerweise. Und ja, beinhaltet ja mehr Foto-Ersatzteile, als man bei so einem Bausatz erwarten würde. Ja, hauptsächlich für den Minenstuhl eigentlich. Das sollte den Detaillierungsgrad von dem Ganzen doch deutlich erhöhen.
Dann liegt auch noch eine größere Menge von diesem Fadenmaterial bei. Das ist nicht so ein typischer Bindfaden, das ist, fühlt sich ein bisschen wie Plastik an, ist auch ein bisschen härter und störrischer, sollte sich also besser lackieren lassen. Und ja, viel sehen wir davon eh nicht, weil ja, im Transportmodus ist das natürlich alles aufgewickelt. Und wenn man es abgewickelt hätte, ja, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, dass man das zu sehen bekommt. Napzi-Bilderbogen hat es auch, was ich recht interessant finde. Hier oben diese roten Nummern, die sind ja für die Mine selbst gedacht. Die sind durchnummeriert mit diesen roten Zahlen. Und da liegt auch noch eine Reichskriegsflagge bei, bei der ein gewisses Symbol doch recht clever aufgeteilt ist, dass da keine rechtlichen Probleme beim Verkauf von dem Bausatz entstehen. Ist eine nette Dreingabe, wenn man zum Beispiel ein Schiffsmodell hätte, ja, kann man das auf jeden Fall gut brauchen. Der Bausatz ist erstaunlich umfangreich, das hätte ich nicht erwartet, als ich den gekauft habe. 4 komplette Seeminen, die ja doch nicht ganz unaufwendig im Zusammenbau sind, weil sie doch viele Teile haben. Foto-Edge-Teile, Abziehbilder, also man kann sich da wirklich nicht beschweren. Man hat auch ja, mehr Darstellungsmöglichkeiten, als man meint. Man könnte diese Mine sogar ja, im Einsatz im Wasser darstellen. Das stelle ich mir allerdings ein bisschen schwierig vor. Ansonsten bleibt die Darstellung ja hier im Transportmodus sozusagen auf einem ja, S100 Schnellboot zum Beispiel. Gibt es von Etelleri einen schönen Bausatz. Oder was ich vorhab, als Zuladung für einen LKW. Der Bausatz kostet so ungefähr 20 Euro. Das finde ich für das Gebotene durchaus angemessen. Ja, die Teileanzahl und so weiter, das sollte einen eine Weile beschäftigt halten. Ja, eigentlich eine schöne Sache. Das war's auch schon wieder mit der Bausatzvorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hameka Barkas.